Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock. Hier hat uns der liebe Flex in der letzten Folge einfach mal stehen lassen. Und wenn ich gerade nach oben links gucke, unsere Lebensanzeige, befürchte ich, dass wir das nicht lange überleben werden. Ich muss ein bisschen reinkommen, muss ich sagen. Wie ich es eigentlich immer erwähne. Da hinten steht jemand. Das ist super. Und ich habe keine Muni. Habe ich denn für irgendwas? Toll, ich hab's. Ja, super. Ich gehe einfach mal in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, ob wir das hier überleben werden. Ich habe die Befürchtung, dass wir sterben. Wir haben herausgefunden, dass es nicht... kleiner Spoiler für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Bitte kurz weghören. Dass es nicht... Andrew Ryan ist, sondern... Fontaine. Der Drecksack. Oh Gott, wir werden so sterben. Oh Gott, wir werden sowas von sterben. Es ist mega dunkel, fällt mir gerade auf. Hallo. Oh Gott. Hallo. Ja, ja. Alter, geh weg. Toll. Oh Gott, wir werden sterben. Napalm, wir haben keine... Oh Gott. Wo ist die hin? Die war doch hier gerade, oder? Sind die tot? Aber jetzt. Okay, das ist voll die Verschwendung, ich weiß. Aber soll mir gerade mal egal sein. Ich hoffe, wir finden mal irgendwie Munition oder so. Oh, MG-Patronen. Sehr schön. Leben wäre ganz geil. Haben wir irgendwo einen Automaten oder so? Okay. Isotonischer Schrot haben wir aufgesammelt. Oh, ein Verbandskasten. Ich werd verrückt. Direkt erstmal nehmen. Leere Batterie. Da kann ich ja mal eben... Okay. Ionischer Schrot. Und wir haben... Wow. 10 Schuss MG-Patronen. Macht natürlich viel her. Ich schau mich mal um. Vielleicht finden wir ja noch ein bisschen was. Alter, wer quatscht denn da alles? Was ist das denn hier? Oh, guck mal. Guck mal, die Katze. Hallo, Mimi. Na du? Alles klar bei dir? Ja? Du bist ja eine süße Katze. Du bist ja eine süße Katze. Du liegst so schön auf dem Herd. Wo müssen wir denn lang? Müssen wir nach oben? Ich glaube, wir müssen nach oben. Oder? Hä? Ich bin mir nicht sicher, ob wir nach oben müssen. Ich hoffe mal. Der Pfeilzeichen nach rechts. Ich schau mal. Seitdem ich die Grafik ein bisschen umgestellt habe, muss ich sagen, ist es etwas dunkler geworden. Alter, die brauchen... Alter, die brauchen 3 Schuss. Okay. Ich glaube, wir haben schon wieder... Ja, toll. Einen Schuss mehr haben wir bekommen, finde ich natürlich so... was? Ja, Geschäft ist Geschäft. Ja. Warte ab, Fontaine. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Okay, 5744, das ist für die untere Tür, ne? 5744? Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen. Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Oh Gott. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Habe ich keine Zeit gerade. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Aufzurufen? Hä?
Okay, wir fahren mal nach oben. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Mhm. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass wir hier sein sollen. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott, wir werden so sterben. Oh Gott, wir werden so... Oh Gott, aua, Alter. Ich komme nicht raus. Oh Gott, ich komme nicht raus. Hilfe, oh Gott, ich soll hier nicht sein. Oh Gott, das war so klar. Oh Gott. Furchtbar. Oh Gott, wir werden... Okay, wir müssen noch nicht hier, oder wir dürfen noch nicht hier sein. Wesentlich haben wir schon mal den Aufzugcode. Und wir wissen dann schon mal, was uns erwartet dort oben. Mit den wenigen Munitionsklamotten, die wir jetzt haben. Oh Gott, ich habe ein bisschen die Befürchtung, das wird, glaube ich, okay, drei, Hauptsache, wir haben so viele Filme an Fotos. Napalm, da können wir mal nutzen. Vom Pfeil her weiß ich noch nicht genau, wo wir hin müssen. Ich vermute mal in der Zwischenetage irgendwo. Der soll weggehen. Geh weg, lass mich. Hier vielleicht? Nee. Oh, und jetzt auch noch. Und jetzt geht auch noch der Big Daddy da oben hoch. Hallo. Oh Gott. Kann ich einfach neben vorbeilaufen? Hallo. Ciao. Aua. Lass das. Wo muss ich denn hin? Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ah, hier vielleicht. Hier? Kann das... Oh ja, das sieht gut aus. Hier können wir uns heilen. Natürlich. So. Ich weiß gar nicht, was unser Missionsziel bisher war. Hier ist... Nichts übrig, aber auch gar nichts. Brenn doch einfach, Alter. Oh Gott. Uah, warum brennt er nicht? Mein Revier, meins! Warte mal, geht das? Ich glaube, wir haben ihn. So. Warren, Hure. Okay. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Hm, das glaube ich wohl. Also ich kann mir das echt vorstellen, wie das... Hier. Ja. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot und ich sollte hier verschwinden. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mit dem Fahrstuhl fahren und ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ganz ehrlich. Mit den wenigen Munitionsvorräten, die wir haben und... Und ich habe keine Muni mehr. Mit den wenigen... Alter... Oh Gott. Ich schau mal eben. Ah, hier. Willkommen im Zirkus der Wert. Nur Hecken? Was? Okay. Verbandskästen. Ist mir egal, dann haben wir ein bisschen was. So, jetzt müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. Jetzt haben wir ein bisschen Muni auch gekauft.
Ich hoffe, wir kommen jetzt ein bisschen voran. So, was habe ich noch? Ich hatte noch irgendwie Pistolenmunition, habe ich glaube ich gekauft. So. Okay. Geheilt sind wir. Wir haben genug Medipacks dabei. Ich bleib mal bei der Flinte. Ich weiß ja, was kommt. Mit der Kamera wäre ganz geil, wenn wir die irgendwie hacken könnten. Das war, dass wir da vielleicht irgendwas auf unsere Seite schlagen könnten. Fuck. Oder zumindest das MG, was da ist. Wo ist denn die Kamera? Okay, ich probiere mal was aus. Aua, Alter! Oh Gott. Oh Gott. Wo ist der andere? Hier, Ruhe, Alter, lass das. Ich sehe den gar nicht. Uha. Puh. Kann das sein, wenn man die wegsprengt, dass man die Leichen nicht mehr durchstöbern kann? Uha. Da irgendwo ist eine Kamera. Aber wo? Ich glaube, die ist... Kann das sein, dass die über der Tür ist? Ich glaube, die ist über der Tür. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da oben ist sie. Okay, ein bisschen Munition haben wir wieder. Sehr schön. Weil ich habe eine Vermutung, dass wir noch irgendwie Gesellschaft kriegen werden. Beziehungsweise werden wir, glaube ich, noch kämpfen. Kontaktmine. Machen wir mal. So, was haben wir noch? Wir haben Pistolenmunition. Okay, Schrot. Ja. Okay. Ich bleib mal bei der Flinte. Oh Gott. Echt? Aber für Typen wie mich das reinste Paradies. Aha. Typen, die dachten, sie wüssten alles. Frauen, die dachten, sie hätten bereits alles gesehen. Schlaue Opfer waren mir schon immer lieber als dumme. Oh. Jetzt habe ich, glaube ich, einen zu viel getrunken. So. Guck mal, die Fleet Hall, da waren wir auch gewesen. Und hier hängt Patrick gerade an der Scheibe. So, dann gucken wir mal, das... Ich höre schon jemanden wieder. Wie cool das doch gemacht war einfach damals. Geht's da auch? Warte mal, ich gehe erstmal hier lang. Gucken, vielleicht finden wir hier irgendwas, was wir gut gebrauchen können. Oh nein, ich höre schon einen... Alter, was? Habe ich es nicht gerade noch gesagt? Ich höre irgendwas? Security Eye, was war das denn nochmal? Pulse Eye? Ich weiß gar nicht mehr, was das nochmal war. Hallo? Oh Gott, Alter. Trinken? Okay. Ach, hier haben wir noch ein Safe. Ja, ein paar Döllerchen können wir gut gebrauchen. Es ist sehr dunkel, fällt mir. Ist es dunkler geworden irgendwie? Wundert mich ein bisschen. Okay, sonst ist hier nichts. So. Was ist das denn hier? Okay. Das ist aber ein schicker Kamin. Muss man so sagen darf. Okay, wir müssen, glaube ich, hier rein. Oh nein. Ich will ungern da. Warte mal. Okay, das klappt.
Jawohl, neues Kampftonikum, Elektrohaut 2. Es war was? Voreilig zu sagen, Elektrohaut sei die ultimative elektrische Verbesserung. Elektrohaut 2 ist viel besser. Elektrohaut 2 macht sie zum Schocker statt dem Geschockten. Okay, das haben wir. Zusammen. Jawohl, das Präparat wirkt. Die Auswirkungen der mentalen Manipulation sind verschwunden. Es gibt aber sicher Nebenwirkungen. Such den nächsten Plasmidautomaten, dann können wir die Schäden analysieren. Okay. Versuch 192 hatte einige Nebenwirkungen. Deine Plasmide sind instabil geworden. Du kannst derzeit nicht darüber bestimmen, welches Plasmid ausgerüstet ist. Oh Gott. Scheiße. Das macht natürlich nicht viel Spaß. Die Charge Nummer 192 hat deine gesamte Plasmidstruktur neu geordnet. Ich hätte wissen sollen, dass du eine größere Dosis brauchst. Du musst dir noch eine weitere Dosis verabreichen, um die Auswirkungen vollständig zu neutralisieren. Okay. Das heißt, wir müssen noch eine... noch so eine Probe finden. Such jetzt zu Chance Lavoie in den Artemis Suites. Dort findest du ohne Zweifel mehr von der Charge Nummer 192. Alter, er stirbt überhaupt nicht. Warte mal. Warum stirbt er denn nicht? Ah, jetzt. Da ist nie was drin in den seinen Granaten... Eumel da, wollte ich gerade schon sagen, in seinen Granatenbox. Der trägt immer so eine Granatenbox um sich rum. Müssen wir nach unten? Okay, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Oh nein. Hurra. Okay, wir fahren den Fahrstuhl. Ziel-Dummy. Okay, ich glaube, wir bekommen jetzt alle Tonikums, die wir überhaupt auch gar nicht besitzen, kriegen wir jetzt, glaube ich. Ziel, damit finde ich ganz lustig. Und irgendwas schwebt hier gerade, ich weiß nicht. Ach, das ist ja das... Ach ja, ist ja... Ziel, damit ist das ja. Damit können wir ja, damit können wir ja irgendein Ziel, damit einfach projizieren von uns. Und dann werden die Gegner abgelenkt. Ich hoffe, ich laufe richtig. Oh nein, schon wieder eine Änderung. Oh Gott. Mit Echo Bolt kann ich leben. Ciao. Das mit der Munitionknappheit geht mir gerade tierisch auf den Sender, muss ich sagen. Hä, wo muss ich hin? Ah, ich glaube, ich muss wieder zurück. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Zum Apollo Square. Apollo Square Gordon, quasi. Wir müssen ja noch ein Gegenmittel holen.